Guten Abend, meine Damen und Herren. Die wichtigste Autobahnverbindung zwischen der Bundesrepublik und Italien über Österreich ist seit gestern Nacht unterbrochen. Die Inntalbrücke bei Kufstein musste wegen akuter Einsturzgefahr gesperrt werden. Urlaube auf dem Weg nach Tirol und über den Brenner in Richtung Italien standen innerhalb weniger Stunden in einem kilometerlangen Verkehrsstau. Mit Ferienbeginn in 3 Bundesländern muss auch am Wochenende damit gerechnet werden, dass die Ausweichrouten überlastet sind. Die Brücke, die erst seit 1968 befahrbar ist, bleibt voraussichtlich für mehrere Monate unpassierbar. Dies ist das schwache Bein, auf dem die Brücke steht. Gestern Abend, kurz vor Mitternacht, hat der einzige Pfeiler des 300 Meter langen Flussübergangs im Erdreich nachgegeben, ist er einen halben Meter tief im Inn versunken. Zahlreiche Kraftfahrzeuge, die kurz danach die Brücke überquerten, wurden schwer beschädigt. Der Grund? Die Fahrbahn gleicht einer Berg- und Talbahn, sie ist gerissen, am Tragwerk klafft eine Lücke, hat sich eine 50 cm hohe Kante gebildet. Was zu dieser beinahe Katastrophe geführt hat, ist augenblicklich völlig unklar. Möglicherweise wurde der Pfeiler unterspült. Nicht ausgeschlossen ist, dass es sich um Spätfolgen eines am vergangenen Dienstag in Österreich registrierten schwachen Erdbebens handelt. Seit heute Morgen nun haben Experten die einsturzgefährdete Brücke genau im Blick. Sie sinkt immer noch, wenn auch langsamer. Unterdessen hat das Unglück für den Verkehr katastrophale Auswirkungen. Pkw werden durch die Kleinstadt Kufstein geschleust, für Lastkraftwagen gibt es nur weiträumige Umfahrungen. Es ist alles in die Wege geleitet, um den Verkehr umzuleiten. Es wird also wohl eine Weile eine großräumige Umleitung brauchen, etwa über Schweiz-Frankreich, soweit es also den schweren Lkw-Verkehr betrifft. Etwas wird in der Zufuhr über Vorarlberg her zum Brenner möglich sein, etwas auch über den Fernpass, den wir also vorübergehend wieder öffnen werden. Zur Entzerrung der Lage wird nicht ausgeschlossen, dass das in Österreich gültige Nachtfahrverbot ausgesetzt wird. Das Verkehrschaos am kommenden Wochenende aber wird sich nicht vermeiden lassen. Der ADAC erwartet den Höhepunkt der Reisewelle und vor 1991 wird die Brücke nicht befahrbar sein. Das Nadelöhr Inntal ist endgültig dicht, auch für die Eisenbahn, der die Brücke aufs Gleis fallen könnte.